Okay, let's see what this baby can do. Whoa. All right, come on over. Moin, moin und herzlich willkommen zum Vlog 1606. Und wie ihr seht, habe ich mich heute mal ins Armor Bootcamp gesteckt, um ein bisschen kämpfen zu lernen. Und während der nette virtuelle Drill Sergeant mich anschreit, habe ich gedacht, ich erzähle euch mal, wie es diesen Monat so gelaufen ist. Und eigentlich lief es alles in allem ganz gut. Jetzt warten wir mal, was der nette Mann hier zu sagen hat. Now, let's give you something to shoot at. Jo, schießen. Bang, bang. Bang, bang. They're all yours, Sergeant. Oh, oh. Great. Targeting and ballistics look normal. Yeah. Let's get you oriented. Bring up your compass. Okay, bevor wir das machen, wir stehen jetzt heute Stand, wo ich das aufnehme, glaube ich, bei knapp über 930 Abonnenten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich spekuliere jetzt einfach mal an dem Tag, wo ihr das Video guckt, haben wir 940. Geschafft. So, ihr könnt mir mal sagen, ob ich mit dieser Vermutung recht hatte. Und wenn dem so sein sollte, dann hinterlasst mir auf jeden Fall mal einen Kommentar und wenn nicht, sagt mir, was ich in Wirklichkeit hatte. Ich bin ja diese Woche im Urlaub, aber nichtsdestotrotz gibt es für euch natürlich Videos, unter anderem dieses Video hier und es gibt natürlich auch noch Hardcore Kerbal zu sehen. Und eine Folge vom Iron Kerman habe ich auch noch vorbereitet, also in dem Sinne ist diese Woche gut versorgt, weil ich erst am Ende der Woche wieder zurückkomme, deshalb gibt es natürlich auch keinen Livestream. Und trotz allem seid ihr mit Videos versorgt, von daher eine gute Sache. Was war diesen Monat groß los? Wir haben umgestellt auf zweimal die Woche Hardcore Kerbal statt angezockt. Das wurde, soweit ich das sehen kann, ganz gut angenommen. Ihr könnt mir gerne mal Feedback geben, ob ihr angezockt jetzt irgendwie nach dem Monat großflächig vermisst oder ob es euch eigentlich egal ist. Oder ob das super so ist mit Hardcore Kerbal oder was ihr euch sonst so dazu denkt. Und wir haben dann zusätzlich noch ein paar sehr coole Livestreams gehabt. Mein persönlicher Favorite aus diesem Monat, muss ich ganz klar sagen, war diese IVA zum Mond und zurück Apollo-Style-Sache. Das war ziemlich geil, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das werde ich auf jeden Fall auch mal inhaltlich wieder wiederholen. Ansonsten bin ich natürlich auch immer gespannt auf neue Themen für die Livestreams und wir gucken mal, was sich da so anbieten wird mit der Zeit. Es gibt auf jeden Fall in der nächsten Woche dann wieder einen Livestream. Diese Woche, wie gesagt, urlaubsbedingt mal keinen, aber ich bin guter Dinge, dass ihr das überleben werdet. Das guckt halt Fernsehen oder Gronkh oder irgendwas anderes. Es wird sich was finden, da bin ich unbesorgt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde jetzt mal ein bisschen meine Bootcamp-Ausbildung fortsetzen. Und euch wünsche ich sonst erstmal noch eine schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr Vorschläge habt, was ich mir mal angucken sollte, wenn ihr Ideen habt, was ihr gut findet oder was ihr nicht so gut findet, wo wir mal drüber reden sollten, dann hinterlasst mir da gerne einen Kommentar und noch ein kleiner Teaser, wo ich gerade dran bin, ich kann noch nichts Genaues dazu sagen, weil ich noch auf Rückantwort warte, ich versuche gerade irgendwo ein oder zwei Verlage zu finden, die eventuell ihre Genehmigung geben würden, dass man Werke von ihnen auch vorlesen darf. Also ich würde natürlich versuchen, in die Sci-Fi-Richtung zu gehen, also mal was Buchmäßiges vorzulesen über YouTube, also ein Audiobuch dann quasi. Ausschnitte davon natürlich nur, damit ihr auch noch motiviert seid, euch das Buch selber zu holen. Wenn das nicht klappen sollte, also ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit, damit die auch Zeit haben zu antworten, dann gibt es ja immer noch gemeinfreie Bücher und dann kann man ja im Zweifelsfall die noch nehmen. Gut, in diesem Sinne lasse ich mich jetzt von dem netten Drill Sergeant noch ein bisschen durchdrillen und ausbilden und ihr könnt ja euch auch mal Arma angucken, ist ein ganz schönes Spiel. Denkt dran, es ist Steam Summer Sale, also wenn ihr noch irgendwie ein paar gesparte Kröten vom Taschengeld habt und noch ein paar Spiele wollt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und in diesem Sinne, Happy Gamer Summer und wir sehen uns in echt dann quasi nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss. Next one's just east of you. Okay, let's try bearings. Next one's at 220. All right, not bad. Moving along. Here we go.